wir sind bei Electronic Arts behind closed doors, um Command & Conquer zu spielen. Das neue Free-to-Play-Strategiespiel. Und wir haben uns hier ausgesucht, eine Koop-Map zu spielen mit einem Partner, nämlich der Graf von der GameStar. Und wir spielen den Spielmodus Onslaught. Es gibt noch weitere Spielmodi, Standard, Team Battle ist ein Team Battle. Dann gibt es Tournament PvP und man kann natürlich auch PvE Practice Mode spielen. Ich denke, wir fangen an, oder? The selection box that lets you pick which general you want to play as. There are some cheat sheets by the computers that will tell you what the unique gameplay characteristics of these six generals are. Over time, we're going to be releasing a lot more generals, so this is really just an initial sampling. You can also take a look at the game modes. Ja, hochkonzentriert. Hier kommt eine Angriffswelle nach der anderen rein. Ist recht hart. Jetzt habe ich gerade einen Spionageflugzeug losgeschickt, um herauszufinden, was denn der Gegner so alles treibt dort oben. Both units on both sides are garrisoned. They're shooting each other from the windows here. It's kind of like some sort of weird action movie, I guess. Not very far in this game. It's unfortunate, but you put up a good fight. He almost clicked it. Now, the Horde is actually moving now. A lot of his warlord teams are ready to go. They are veteran as well. Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen um die Angriffe gekümmert. Die KI schickt eine Welle nach der anderen. Eine der Aufgaben war aber, eine gegnerische Basis irgendwie zu zerstören. Das habe ich jetzt gerade geschafft mit meinen Truppen. Jetzt kehren wir wieder zurück und hoffen wir, dass wir die nächste böse Welle überstehen. And it still very much could be, as our Iron General comes in here shelling that war factory. It's our first piece of action this match. And look at this, Zeep comes in with shock troopers harassing the working line. Look at that! Give us some competition for the Iron General. Yeah, yeah, he's taking out that expansion. Like, he did a really good. Ja, ich habe gerade Command & Conquer bei EA Behind Closed Doors gespielt. Ja, es war eine Koop-Mission, es war ein bisschen verwirrend. Wie gesagt, ganz nett, hat sich ganz gut angefühlt, bis auf die Steuerung, die war ein bisschen komisch. Und es war nie so ganz klar, wo in der Mission bin ich denn jetzt gerade und was macht mein Partner. Das hat ein bisschen an der Kommunikation irgendwie gefehlt. Hat aber einen ordentlichen ersten Eindruck gemacht und sollte man sich definitiv später nochmal anschauen.